Hey Leute, wir machen weiter in Dark Souls 2 und da kommt schon der erste Gegner. Direkt mal ein bisschen Action. So, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben, haben uns die Gegenstände da unten aus dem Versteck da geholt. Und machen jetzt hier weiter. Ah, jetzt weiß ich wieder, welcher der nächste Boss war. Der war ganz lustig. Auch nicht der schwerste. Ja, das war sowas von klar. Du warst Giftpfeile, du Monster. Giftwurfmesser waren es. Ah, ich hatte Gift. Wenn man mich aggressiv machen will, dann braucht man nur mit Gift zu spielen. Okay. Na, Kleiner. Sinnlos. Okay. Was erwartet uns hier? Rausrollen, rausrollen, rausrollen! Gut. Wo ist der nächste Bild? Ich weiß, dass da noch einer ist. Ja. Und gibt's besser. Und, Moment. Moment. Wie bist du gestorben? Okay. Das scheint nicht durch eine Mimik gewesen zu sein. Na gut. Nein. Eine Mimik war's nicht. Oh Gott. Oh nein, Gift. dieses Spiel. Na gut. Fackel. Ach so, für eine Fackel. Ja, danke schön. So, warte, hier. Sinnlos. Bewerten. So. Das war alles. Man kann nur bewerten. Drücken, nicht gut oder schlecht. Na gut. Ich meine, hier geht's zum nächsten Boss. Oder? Ja. Habsucht-Dämon. Ja. Och nein, jetzt vergiftet. Echt jetzt? Oh nein. Bleib weg. Ich muss. Boah. Das da kann ganz schön viel Leben abziehen. Bei dem Schwabbelchen da. Bei dem Schwabbelchen. Komm, Alter. Och nö. Och nö. So. Na, Schwabbel. Oh ja. Mach die. Mach die mal. Finde ich, ist jetzt nicht der schwierigste Boss. Ja, 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 ja. Ah, du bist fett. Mehr bist du nicht. Oh, oh. So. Man muss bei seinen Attacken allerdings aufpassen, denn die hauen ganz schön viel Schaden ein. Aber da fällt auch nicht viel aus. Nur Schwabbelscher. Mein langes Schwabbelscher. Gibt doch noch 13 Punkte. So, sind wir von hier gekommen oder sind wir nicht von hier gekommen? Wir sind nicht von hier gekommen. Das ist ein Löschfeuer! Löschel. Gerade die 3 Minuten rum und schon den ersten Boss gelegt. Wir sind so gut. So gut sind wir. Da war schon wieder ein Grunzen. Von da sind wir gekommen. Da geht's nicht hoch. Wie habt ihr das denn geschafft? Ah, okay. Bis hierhin kommt man. Versucht springen. Ja, ja. Verdammt teuer. Ja, ja. Funktioniert nämlich nicht. So. Seele des Habsuchtdämons. Genau. Wo ist er? Habsuchtdämon. Habsuchtdämonenseele. Essen ist Liebe. Dieser Dämon war voller Liebe. Und so fraß er alles, was sein Herz begehrte. So blieb er sein Leben lang alleine. Oh. Oh. Zu ihm gibt es auch eine kleine Story. Aber ich glaube, die war auch mehr Interpretationssache. Da werde ich aber später noch zukommen. Bedauernd voraus. Ja. Ja. Es ist bedauerlich. Höchst bedauerlich. Es könnte sein, dass wir den nächsten Boss auch noch in diesem Part schaffen. Hm. Ja, ja. Wo kommst du denn her? Okay, Hebel. Okay, ist der Hebel. Hallo. Ach, echt jetzt? Muss hier wirklich alles voller Gift sein? Ziehen wir den Hebel. Das ist bestimmt nichts Gutes. Ah. Okay. Okay. Wofür auch immer. Ist das ein versteckter Wand? Nein. So, hier warten noch 2 Spießgesellen auf uns, die böse sind. Ja, unsichtbare Wände. So. I don't wanna die, I don't wanna die.
No, I don't wanna die, so you're gonna have to. Warum muss es immer Gift sein? Ich habe auch Giftpfeile. Ah, wisst ihr was? Ich habe Ehre. Braucht die nicht, um euch zu töten. Ah, okay, mit dem kann man immer nur zwei mit einer kompletten Ausdauerleiste schießen. Na gut. Na du. Putz. Putz. Oh oh. So. Oh, das ist er down. So, was gibt's hier noch? Ja, da ist ein Gegenstand, da ist ein Leuchtfeuer und eine Nebelwand. Okay. Hier war ein Hinterhalt. Ich weiß es. Na komm, springt runter. Ja. Ach, und zu werfen direkt los. Oh. Okay, den zweiten habe ich vergessen. Giftiges Wurfmesser. Ja. Ja, ja. La, 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 la. Alles so friedlich. Hä? Wie kommen wir da hin? Visionen von Bedauern. Na gut. Versuch mir einen anderen Weg. I don't wanna die. So you're gonna have to. Entschuldigung. Ich bin irgendwie im Ding dran. Das ist doch eine Falle. Das ist doch. Ja. Komm her. Z. Okay. Ja, ein Gegenstand. Eine Pike, die brauchen wir nicht. Ach, na gut. Dann mach ein Gehirn. So. Oh, da war ein Hebel. Ach, schön. Schön, schön. Hier gibt es übrigens ein Secret, das ich euch auch zeigen werde. Das sehr wichtig für den Boss ist, falls es noch einer nicht wusste. Denn sonst wird der Boss sauschwer zu besiegen, aber wirklich sauschwer. Ja, hab vielleicht was von rechts angesprochen. Nein? Okay. Ah, ich liebe das Murakumo. Es ist so toll. So. Grabwächter unterteilen. Gut. Hier ist nämlich das Secret. Dafür braucht man einen Flammenschmetterling, eine Fackel und man zündet die Windmühle an. Nein. Da. Alles kaputt machen. So. Dadurch hören nämlich diese Giftdrüsen. Diese Giftdrüsen hier auf. Und die werden nämlich. Ach, das kommt erst später. Ja gut, dass hier ein Giftboss wartet, damit hätte man ja rechnen können. Ich hasse Gift. Das war Glück. Wie wir das überlebt haben, ich weiß es auch nicht. Na gut. Maske der Männchen. Ja. So. Leuchtfeuer unter uns. Und Balken vor uns. Kommen wir so an unser Gegenstand? Ach nee, wir müssen uns von da hinten da runterfallen lassen. Okay. Na gut, dann können wir ja zum Leuchtfeuer. Leuchtfeuer entzündet. Ah, was machst du denn hier? Das ist mein Ort. Mein Ort. Ah, nein. Na gut. Wenn man die Gegner trollen will. Und die Gegner einen dann trollen. Ja, ja. Hört ihr den Herzschlag? Ich kann deinen Herzschlag hören. Ich kann deine... Wie auch immer weiter. Wie ich. Wie ich. Abel Zabi, irgendjemand? Na gut. Ich muss mal aufhören zu singen in dem Let's Play. Ja, man merkt schon im Vergleich zu meinem zu meinem ersten Video, ich bin ganz um einiges lockerer geworden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da ist doch was hinter mir runter. Ja. Das war klar. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So. Nein, wir holen uns nicht den Gegenstand zuerst. Fies.
erwischt. Ah, okay. Wozu sind wir mal hier? Da du bist. Da du bist. Da du bist. Der Bogen hat den irgendwie mehr gemacht, oder? Trifft nicht. Da du bist. Ja, der Bogen hat mehr Schaden gemacht. Schaffen wir es, darüber zu springen? Schaffen wir das? Ich hoffe es doch. Ja, wir haben es geschafft. Ne, du der? Oh, das sind zwei von euch. Okay. Nein! Du sollst doch sterben! Nein, nicht davon! Ach du feige Sau. Na gut. Ah. Oh, aufpassen, dass die Truhe nicht kaputt geht. So. Denn sonst ist da nur noch Abfall drin. Oh, oh, war das knapp. Oh, mein Lebensbalken. Wo ist er hin? Okay. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich doch raus. Los, Flakos. Mann. Gott. Oh, das war knapp. Das war viel zu knapp. Viel zu knapp. So, jetzt endlich zum Gegenstand. Echt jetzt? Naja gut. Einem geschenkten Gaul schaut man ins Maul. Hat er einfach mal das Sprichwort geändert? Versuch doch. Gegen mich kommst du nicht an. Oh oh. Ah. Okay. Nja, 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 nja. Ich seh dich. Okay, jetzt hält er ein Schild vor. Na gut. Hab hier unten noch was? Freund voraus. Oder Lügner voraus. Okay. Das ist ein sehr hilfreicher Hinweis. Ah, ah, ah. Was war das? Sehr hilfreicher Hinweis, wollte ich sagen. Ah, hier waren die, genau die da. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Machst du die Vase kaputt? Mach ich die Vase kaputt? Ey, wo läufst du hin? Hallo? Ich bin hier. Ah, oh, ist der doof. Na gut. Dann machen wir es eben so. Ja, da lang geht's, glaube ich, nochmal zurück. Und wenn wir erstmal den her weggehen. Freund oder Lügner voraus. Wer weiß, wer weiß. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Okay. Ja, kaputt machen können wir so scheinbar auch nicht. Na gut. Na gut, na gut. Dann gehen wir erstmal. Was war das? Da dann gucken. Ah, ihr Schweine. Okay, da können wir runterspringen. Ah, dann können wir das von der anderen Seite öffnen, oder? Na gut. Ah, du Schweinemann. Du Mann, der Schwein. Oh nee. Oh nee. Warum hat das nicht funktioniert? Oh, komm schon. Leute, ich sehe gerade, ich muss sowieso einen Cut setzen. Dann sehen wir uns einfach an derselben Stelle gleich wieder, okay? Bis dann. Ja, hier sind wir wieder und ich bin unterwegs gestorben. Das heißt, die 36.000 Seelen sind futsch. Das ist doch schön, oder? Na gut. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ich ziehe mich mal aus. Dann sind wir leichter. Okay, machen wir den Bogen noch weg. Vielleicht kommen wir so. Ja, jetzt sind wir so leicht, wie es geht. Hoffentlich klappt es diesmal. Ja, wir haben es geschafft. Oh, oh. Ja, darf ich mich anziehen? Du willst doch bestimmt nicht gegen den nackten Irren kämpfen, oder? Der lässt sich echt. Der lässt uns echt sich an, uns anziehen. Gott. Warum muss Deutsch immer so schwer sein? Wandererstiefel, Wanderermanschetten und dann noch die Elite-Ritterrüstung und dann noch den Helm. Super. So. Aggressionen. So. Schaff. Ich habe noch einen Lebensstein.
Meine Schuhe. Nö, Seele eines tapferen Kriegers und rotes Wasser. Oh ja, das rote Wasser ist gut. Das macht Zaubereinsätze wieder. Und halt TP, soweit ich weiß. Ah. Na ja, gut. Okay, mal gucken, ob das Spielchen nochmal geht. Nein, bestimmt nicht. Ah, wir können was anderes machen. Hoffentlich habe ich genug Lebensenergie dafür. Ah, wir können auch noch kurz den Katzenring anziehen, damit das wirklich funktioniert. Hartstahlring aus. Silberkatzenring an und. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, Leute. Wir sehen uns an derselben Stelle wieder und holen uns diesen Gegenstand. Obwohl, ich hole mir den gerade und dann sage ich euch, was das ist, weil das wäre ja wirklich nur Wiederholung für euch. Das wäre ja blöd. Ah ne, Quatsch, da gibt es noch was, was wir nachholen müssen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder. So. So. Nicht nochmal. Vorsicht verspringen. Echt? Okay, wo war das? Das war doch hier, oder? Na gut, da liegen nur 3000 Seelen. Okay. Gut, das hätten wir geschafft. Und jetzt. Bitte klapp. Bitte funktionieren, bitte funktionieren. Jawohl, wir haben es gepackt. So, nichts Neustart. Okay. Breitschwert, Gift und Mensch. Rache ist so süß. Rache. So süß. Oh oh. Okay, was machen wir nun? Ich glaube, jetzt werden wir sterben. Wir könnten versuchen, darüber zu springen. Na gut. Himmelfahrtskommando. Wup, wup. Ah, okay, hat funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann können wir hier weitermachen. Ach, jetzt haben wir noch vergessen, die Tür da hinten zu öffnen. Na gut, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Moment. Ja, danke, dass du erst dann runtergesprungen kommst, wenn meine Ausdauer leer ist. Ja, komm. Bitte was? Woran sind wir gestorben? Wir waren doch gar nicht vergiftet. Oder doch? Oder. Na! Gut, okay. Dann haben wir das zumindest schon mal hinter uns gelassen. Ja. Schönes Gebiet. Gift, flinke Gegner, Wurfmesser. Gibt doch nichts Besseres. Ja, komm. Kenn ich mittlerweile. Ihr Schweine. Komm doch. Egal, ob ich Schaden fresse, du wirst sterben. Oh nein, 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 nein! Oh. Okay, er hat uns gerade das Leben gerettet. Nein, nein, ich sehe dich. Dann machen wir den Katzenring nochmal weg und den Hartstahlring dafür an. Hoffentlich trifft der Boden. Bogen. Toll. Komm runter. So. Diesmal nicht mehr. Oh, wir haben bald das komplette Set von denen. Wie schaltet man. Ah. Ja, ich will jetzt nichts verraten. Das sehen wir jetzt. Oh nein! Ah. Na gut. Ah, wir haben noch was anderes vergessen. Das muss ich noch gerade nachholen. Also der Boss kommt auf jeden Fall hier in diesen Part noch rein. Auch wenn ich ein bisschen überziehen muss. Den möchte ich euch nicht entgehen. Diesen wundervollen Boss. So, wie ging das? Wie oft einen das Anvisieren hier umbringen kann, das ist interessant. Okay. Ach, echt jetzt? Die trifft doch hier gar nicht. Nein, keine Menschlichkeit. Oh.
Mann. So. Ich will nicht wieder vergiftet werden. Dann schauen wir doch mal. Oh Gott. Aufhören. Ja. So. Aber die Waffen hätte ich gern. Wolverine-mäßige Clown sieht schon ganz nett aus. Hier waren wir noch nicht, oder? Ah, nein. Okay. Ah, jetzt weiß ich es wieder, wie wir das machen. Na gut. Wie wir was machen, das werdet ihr jetzt sehen. Hallo Gilligan. Shush. You idiot. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah? Why else would you be here? It's got death written all over it. You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Why, yep. I'm trying to help you, you know. Have you no gratitude? Downright rude, really. I've got a soft heart, so... I let you off. This once. Oh, so viel hab ich gar nicht. Of course it's not free. Ja, machen wir es einfach mal. Bei ihm gibt es übrigens auch eine Trophäe zu holen, dafür, dass man seine Ausrüstung bekommt. Und, oh, das war ein bisschen zu viel. Und, die erhält man, wenn man ihn all seine Leitern aufstellen lässt. It'll be just a moment. Davon wären zum Beispiel noch drei weitere in Majula. Ich glaube, es reicht aber auch, nur die teuerste in Majula aufstellen zu lassen. Go on ahead. I won't offer this deal twice. Oh, what is it? What do you need now? Huh? Geste lernen. Kniefallgeste. Psst. Have you heard? Well, apparently, there's this monster lady, right? And the poison, well, does wonders. For her body. You know, health and beauty and that sort of stuff. And I thought only human women were so petty. That creature, she was human once, you know? Huh? In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate and sought eternal beauty, hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Ja, weil Schönheit auch alles ist, mein Gott. Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Long ago. When this very land was called something else. We say Dranglik now, but countless kingdoms have risen and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh no. Okay, gab's jetzt einen Prinzen und eine Prinzessin in Dark Souls 1, um das sich das gedreht haben könnte? Ich weiß es nicht mehr. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burned. God almighty. I'm not going to die in this dump. God, I'm... Okay. Was können wir bei ihm kaufen? Verstärkte Keule, Peitsche, Krallen. Oh, die Krallen von den Männchen. Holzschild. Rüstung, die Diebesrüstung, Blutungsmesser, Aromaschlick, Blutungsserum und Leiterminiatur. Ja, die brauchen wir für eine Quest.
Man kann ihn allerdings auch einfach umbringen für die Leiterminiatur. Ja, müsst ihr aber aufpassen wegen der Trophäe, die ihr von ihm braucht. Dark Souls 1, ein Prinz und eine Prinzessin und der Prinz hat eine andere gewollt. Daraus war jetzt Verkünder glitzendes Titanit. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Falls es da irgendwas gibt, dann sagt es mir doch. Schreibt es in die Kommentare. Hm. Vor sehr langer Zeit. Vielleicht aber auch eine Anspielung auf etwas, das in den DLCs geschehen ist. Denn, soweit ich weiß, gibt es da auch einen Prinzen und eine andere Frau, in die er sich verliebt hat. Aber dazu kommen wir dann noch. Ja. Einfach simpel gewürzt. So, dann machen wir hier mal weiter. Für den Boss werde ich tatsächlich ein bisschen überziehen müssen. Aber das ist ja kein Problem. Na gut. Weiter geht's hier in dieser Gruft. Dann sind wir fast schon am Ende der vier großen Seelen. Also sie hat keine große Seele. Der Boss. Aber, ja, nach ihr kommen wir dann zum, vorletzten Boss. Dann der letzte Boss. Also der darauffolgende, der zweitnächste Boss, der hat die große Seele. Ja, es ist noch ein Stückchen. Okay, hier sterbe ich doch. Oh, hier hat mich was erwartet, ich weiß es noch. Hört ihr das? Richtig. Krasse Gift. Ich möchte jetzt nicht sterben. Also wende dich von Magie an. Ihr Pilzi. Pilzi. Ja, da ist noch einer. Pilzi. Ihr wart in Dark Souls 1 schöner und so süß. Naja. Auf dich falle ich nicht. Auf dich falle ich nicht rein. Und auf dich auch nicht. Und auf ihn hier auch nicht. Deswegen bereite ich mich vor. Nein. Essen Lebensstein. Und jetzt. Ja. Dich konnte ich mich noch erinnern, du Arsch. Direkt vom Boss. Das ist nicht nett. Kleiner glatter seidiger Stein. Und Finsterstulpen und Arbeitshaken. Ja. Das hier ist nicht empfehlenswert zu aktivieren, denn wagt es ja nicht, kurz gesagt Traurigkeit. Genau. Damit verschwendet man Taros Wahrheitsverkünder, denn es füllt einfach nur die Plattform mit Gift. Sehr nett, oder? Sehr nett. So, jetzt sind wir hier oben. Echt jetzt? Okay, das wusste ich nicht. Das ist mir neu. Schön. Was gibt's hier? Versteinertes Etwas. Ja, okay. Sehr toll. Giftfächer. Wie er. Beziehungsweise Giftrasen. Echt jetzt? Was zur Hölle? Ja, geil. Das ist praktisch. Also. Wow. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja gut, dann setze ich hier einen kurzen Cut, damit der Bosskampf noch drauf geht. So, und jetzt stellen wir uns dem Bossi. Ach du Himmel, hat das Schaden gemacht. Ach du Himmel. Oh nein, 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 voll doch. Okay. Oh nein. Na gut. Ach, wir brauchen viel mehr Ausdauer. Viel mehr Ausdauer. So, na Mädel. Wer bist du? Hofnarr Thomas. Nee, brauchen wir nicht. Wenn wir einen Kampf ohne NPCs machen können, dann machen wir das auch. Ich mache nur die Quest-NPCs. Zwerg. Okay. Ja. So. Ich glaube, Magie ist bei ihr nicht allzu gut, denn sie ist selbst ein magisches Wesen. Aber naja. Mytha, die Unheilskönigin. Oder auch Medusa,
Ja, ja. Schaden machen wir dir. Oh, genug. Wir machen dir genug Schaden. Nein, 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 nein! Autsch. Okay. Das mag sie nicht. Oh ja. Wir haben aber trotzdem auch getrunken. Mit Spaß. Du hast nur getroffen. Aha. Ja, sie ist wunderschön, oder? Gilligan fährt auch solche Frauen richtig ab. Na komm. Ich weiß ja nicht. Mein Typ ist hier nicht gerade. Na komm. Na komm. Gib mir die Chance zum Schlag. Ach, bitte. So. Lass mal ein bisschen Schaden fressen. Den Schwere ist nicht nett, mein Lieber. Ja, 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 ja. Oh oh. Und down. Ja, ja, das waren Medusa-Mythen. Die Prinzessin. Es ist anzunehmen, dass der Habsucht-Dämon in die Prinzessin verliebt war. Die war allerdings in jemand anderen verliebt. Und ja, aus Frust hat er die ganze Zeit gefressen, weil seine Liebe nicht erwidert wurde. Und seitdem schmacht er da unten und frisst Leute. Ja, und wurde immer fetter und zum Dämon. Moment, wo ist ihre Seele? Ist aber nur eine Theorie. Hä? Wo ist die Seele von Mythe? Bin ich blöd? Hä? Wo ist Mythas Seele? Okay, Seele des Verkommenen, königliche Rattenbriefe, Skorpion, Unheilskönigin. Oh, da ist sie doch. Unheilskönigin Seele. Die Königin sehnte sich nach der Zuneigung des Königs und vergiftete sich im Streben nach Schönheit sogar selbst und nahm die entsetzlichen Konsequenzen in Kauf. Alles im Namen des wirbelnden Wahns der Liebe. Ja. Sehnte sich nach dem König. Nach welchem König? Das werden wir sehen. Hat Gilligan nicht gesagt, nach der Liebe eines Prinzen? Ah, okay, und darauf wurde er vielleicht König. Weil er in eine andere Prinzessin verliebt war, die sie dann heiratet wird. Und so wurde er zum König. Oder so. Keine Ahnung. So. Ja, wundervolle Aufzugfahrt. Okay, machen wir mal weiter. So, wo ist das Leuchtfeuer? Ich muss euch rauskicken, denn der Part ist eigentlich schon lange vorbei. Ja, wir sind im Eisenschloss beim Feuer. Eisenschloss, alles mit Lava versunken und wir rasten am Leuchtfeuer. So. Also Leute, ich beende den Part. Ich bin der Phönix und hoffe, euch hat der Part gefallen. Oh, Rufsymbol rufen. Nein. Yukuri, Sonic. Ich kann dich leider gerade nicht rufen. Tut mir leid. Lasst mir doch was da, eure Meinung, ob es euch gefallen hat oder nicht. Unterstützt die kleinen Leute und ciao, ciao. Euer Phönix.